Hallo und herzlich willkommen zurück zu Workers and Resources Soviet Republic. Ja, da sind wir wieder in unserer wunderschönen Stadt Wolfshausen hier beim LPG und ja, die Arbeiter rennen in die Fabriken rein, können es kaum erwarten zu arbeiten, Geld zu machen für unser kleines, ja, Städtchen. Was haben wir jetzt? Wir haben schon 22 Tonnen Alkohol hier drin und 55 Tonnen Essen. Das heißt, wir müssen dringend exportieren. Wir werden zunächst jetzt sofort ein Logistikzentrum bauen. Dieses möchte ich gerne irgendwo zwischen der Stadt bauen. Eigentlich ist hier ein guter Ort dafür. Sicherlich wird es vielleicht sogar mehrere Logistikzentren geben, könnte ich mir vorstellen. Aber da wir jetzt hier vorrangig im Moment Nahrung und Alkohol machen, wir werden ja später auch noch Kleidung haben, ne? Dann wird das Logistikzentrum ja, ich weiß nicht, ob das alles bedienen kann oder ob man noch mehr braucht. Wir bauen jetzt ein Logistikzentrum hier unten hin. So, das finden wir unter Verkehr. Finden wir das wirklich unter Verkehr? Nee, das war unter Cargo, ne? Genau, Cargo-Distribution. Und ja, es gibt noch ein großes, das kann sicherlich mehr bedienen. Aber wir machen jetzt erstmal ein kleines Vertriebsbüro. So, und das stellen wir hier hin. Ja, wir stellen es hier hin. Strom hat es auch in Reichweite. Dank des Umspannwerks hier. Das ist eigentlich dann Umspann... Ah, falscher Knopf. Umspannwerk LPG. So. Wir kaufen hier jetzt Fahrzeuge. Wir transportieren ja im Grunde nur Stückgut. Also sprich, ein geschlossener LKW reicht hier. Ja, wobei, wir transportieren ja auch nur ganz, ganz, ganz kleine Mengen hier. Wir wollen ja mit der Eisenbahn raus noch. Das müssen wir hier, müssen wir auch noch einen Bahnübergang haben. Und dass wir dann da ans Gleisnetz kommen zur Grenze, wollen wir dann im großen Stil exportieren. Aber hier finden jetzt nur Kleintransporte statt. Deswegen geschlossener LKW, ja. Aber wahrscheinlich reicht halt wieder sowas hier. Wobei, das ist wirklich schon ein bisschen wenig, ne? Da passt viel rein. Ich finde den hier ganz charmant. Den SKD 706 RT aus der Tschechoslowakei. Davon kaufe ich jetzt zwei Stück. So, und jetzt machen wir die Einteilung der Gebäude. Wir weisen erstmal die Gebäude alle zu. Und zwar, im Grunde ist das das Lager, weil alles ja hier reinläuft. Und wir entladen ja einmal in der Kneipe. Moment, was ist jetzt die Kneipe? Das ist die Kneipe. Und hier bei den Lebensmitteln. So, das ist hoffentlich der Lebensmittelladen. Jawohl, alles klar. Hier gibt es nur Essen und Fleisch. Fleisch haben wir noch nicht, aber Essen haben wir. So. Will heißen, diese Gebäude sind eingerichtet. Im Warenhaus wird beladen. Und ich wähle jetzt auch aus, was es hier gibt, damit das ganz klar bestimmt ist, was hier reinkommt. So, und entladen. Ja, natürlich entladen wir in der Kneipe das. Ja, das ist, wenn nur eins da ist, kann man es nicht auswählen, das ist klar. Und im Lebensmittelmarkt das. So, wir machen hier noch ein Treibstoffkauf oder... Ja, wir haben eine Tankstelle hier in der Nähe, ne? Eigentlich können wir auch zur Tankstelle fahren. Wobei, man muss jetzt sagen, fürs Vertriebszentrum ist es ganz gut, wenn das, glaube ich, hier vor Ort ist. Automatischer Kauf, 2 Tonnen Treibstoff einfach vorrätig haben, dann können die hier direkt tanken und dann einfach nur hin und her fahren. Okay, das läuft jetzt an. Pause raus. Müsste direkt ein LKW losfahren. Und wir gucken mal, was der jetzt macht. Der belädt Nahrung. Und der belädt Alkohol. So, da die jetzt beide gleichzeitig hinfahren, werden wir sehen, ist das hier halt echt ein bisschen eng. Und darum wäre halt so eine B- und Entladestation wahrscheinlich doch noch echt sinnvoll. Ich glaube, wir bauen die auch, ja. Wir haben hier noch Platz, wir bauen die hier hin.
So, der lädt auf. Und er hat jetzt tatsächlich die ganzen 3,5 Tonnen Essen aufgeladen. Da kommt der nächste. So, die fährt er jetzt zum Lebensmittelmarkt. Und wenn er 3,5 Tonnen bringt, können den automatischen Einkauf von Nahrung dann vielleicht runtersetzen. Auf 0,5. Schade. Ah, jetzt. Auf 0,5 Tonnen. Das heißt, hier wird noch automatisch Nahrung gekauft. Aber wirklich nur, wenn jetzt irgendwas mit unserer Lieferkette nicht funktioniert, dann wird ein bisschen nachgekauft, damit immer was da ist. Solange wir über 0,5 Tonnen sind, mit dem, was wir jetzt anliefern, werden wir nichts mehr automatisch einkaufen hier. Und dann fängt das Geldsparen im Grunde jetzt schon an. So, wo ist der LKW? Da kommt er. Und da kommt schon der nächste mit Alkohol und das gucken wir uns jetzt auch an. Die Kneipe, die kauft ja auch automatisch ein. Da steht es auch auf 0,5 automatisch. Wir liefern mehr an und auch da sparen wir künftig dann die Importkosten. Wunderbar. So. Ja, ist beliefert. Und da im Vertriebsbüro, im Vertriebszentrum eingestellt ist, bis 30%, glaube ich. Ja, genau. Die haben wir jetzt überschritten. Darum fährt er jetzt zurück, weil hat nichts mehr zu tun. Und das war's. Wenn jetzt hier weniger als 30% drin wären, dann müsste er nochmal fahren und nachlegen. Aber jetzt hat der Laden genug und ist bedient. Hervorragend. Hervorragend, hervorragend. Ist eine Elementary School vielleicht doch keine Grundschule? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen. Kindergarten, Schule. Und ja, hier ist natürlich noch das Waisenhaus. Aber das brauchen wir im Grunde nicht, glaube ich. "105 können angeblich nicht zur Schule gehen." Und diese Schule ist auch wirklich chronisch unterbelegt. Ich, wisst ihr was, da stimmt irgendwas mit dieser Schule nicht. Weil diese hier ist jetzt tatsächlich relativ voll. Und diese hier gar nicht. Hier fehlt ein Mitarbeiter. Da fehlt auch ein Mitarbeiter. Eigentlich unverständlich. Aus diesem Gebäude wird ja wohl irgendwo ein Mitarbeiter dahin hingehen können. Jetzt ist ein Mitarbeiter da. Okay. Wenn irgendjemand eine Idee hat, was hier mit der Schule los ist und warum wir hier diese Zahlen haben. Dass wir keine Uni haben, ist völlig klar. Aber Elementary School ist für mich Grundschule. Ja, davon haben wir jetzt zwei Stück. Die eine ist gut besucht oder besser, die andere wird kaum besucht. Dabei ist sie erreichbar von allen Gebäuden. Ja, von denen hier hinten nicht. Aber dafür haben wir auch extra eine neue Schule gebaut. Also eigentlich dürfte es da kein Problem geben. So. Wir wollen mehr Geld verdienen. Wir machen unsere Exportstrecke zweigleisig und wir schließen das Warenhaus an. Wir sind jetzt im Sommer, das heißt, das Heizwerk schieben wir nach hinten raus. Schau mal, wir haben hier 85 Tonnen Nahrung jetzt schon und 31 Tonnen Alkohol, die nicht zu exportieren wäre. Ja, sträflich. Ich mache zuerst den Exit hier. Das heißt, wir machen hier den Bahnübergang, so möchte ich das gerne. Und dann möchte ich hier an der Stadt vorbeifahren. Und hier müssen wir irgendwie da rum. Da würde ich aber nochmal ein Stück abreißen hier, weil das ist... So ist es besser. So.
Jawohl. Sehr schön. Naja, sagen wir nicht sehr schön, sagen wir einfach, es ist okay. Und dann geht's hier hin. So, zweigleisig, wie gesagt. Hier reicht es eingleisig weiterhin. Aber wir müssen natürlich auch an die Tankstation dran. Will heißen, wir müssen ab hier zweigleisig fahren. Das heißt, das Depot ist ein bisschen im Weg. Dummerweise. Sei denn, ich krieg da noch eine zweite Strecke nebenher. Nee, keine Chance. Ja, das ist dumm gelaufen. Dann müssen wir das leider entfernen. So. Wir stellen das wieder hin, hinterher. Jetzt machen wir erstmal die Anbindung. Zunächst einmal. Ich nehme mal nur das Gleisentfernungstool. Machen wir das ab hier. Aber hier noch mit einer Möglichkeit zu kreuzen. Ist doch zu lang geworden. Ach Mensch. Sowas Blödes. So, erstmal bauen lassen. So, und jetzt ganz sauber. Bis hier, darüber, bis da. So, nein! Ach Mensch! Ich lasse es jetzt so, ja. Hab jetzt keinen Bock, das nochmal zu ändern. So, jetzt müssen wir eben das Depot anschließen, weil wir müssen das Depot ja haben, um schon alleine, um hier wieder runterfahren zu können. Also ein Gleis auf die. Wir müssen ein Depot haben, Punkt. So. Stellen wir wieder hier hin. Können wir jetzt auch wieder nah hier dran stellen. Ich schieb's ein bisschen weiter raus. Dahin. Okay. Hat der jetzt noch Strom? Ja, müsste eigentlich. Ja, wird wohl schon auch im Radius sein. So, jetzt wie gesagt zweigleisig weiter. Wir könnten jetzt an einigen Stellen einfach Ausweichstellen bauen. Ja? Die Kosten würden es uns danken, aber das mache ich definitiv nicht. So, jetzt müssen wir erstmal hier hin. Und wir müssen auch gegebenenfalls, wenn wir hier drauf gefahren sind. Hier hin. Okay. Und dann müssen wir hier rausfahren können. Wieso ist da jetzt kein Bahnübergang erlaubt? Verstehe ich nicht. Ja, wir machen das anders. Ach so, ich habe gar keine Gleise gewählt, so. Okay. So, damit jetzt ein Zug da tanken fahren kann und dann von da weiterfahren kann, müssen wir hier einfädeln.
Ja, warum baut er das jetzt nicht? Jetzt, okay. Gut. Die Anbindung haben wir. Und wenn wir nicht tanken fahren wollen, dann wollen wir natürlich hier drauf fahren können. Und hier dann den Wechsel haben. Das geht, man muss immer echt einen kleinen Abstand haben. So, um da weiterfahren zu können. Das wäre die Anbindung, die auch so funktioniert. Wir müssen gleich ein paar Gleise setzen. Aber erstmal machen wir jetzt den zweigleisigen Ausbau bis zum Ende. Das ist jetzt leider ein bisschen teuer. Aber ich sehe keine Alternative. Und wir werden es natürlich mit den Exporten irgendwann auch wieder reinholen. Ich finde es schön, dass es hier diese Snap-Funktion gibt. Es ist halt doch schon ein bisschen weiter weg, ne? Was heißt mit dem Winkel zu meckern? Oh, da ist... Ah, das ist eine unschöne Stelle da. Das sollten wir dann sowieso in Ordnung bringen. So, Gleise. Signale. Das nächste. Es gibt hier einmal die normalen, ja, das sind Blocksignale, mit denen wir die Strecke in unterschiedliche Blöcke einteilen können. Besser sind Fahrtsignale, die gibt es hier aber nicht. Und deswegen werden wir die Standardsignale verwenden. Erstmal. Ich setze hier ein Signal, um zu kennzeichnen, dass erstmal hier nur in diese Richtung gefahren werden darf und hier nur in diese Richtung gefahren werden darf. Das Ganze ist jetzt ein Block, das müssen wir noch wieder aufteilen. Und zwar, indem wir hier... Ach, da kann ich... Moment, wo kann ich denn das letzte Signal setzen? Hier darf ich gar keine Signale mehr setzen. Das ist ein bisschen schlecht. Da nützt es mir jetzt nun gar nichts. Was ist das denn da überhaupt? Ist das überhaupt richtig miteinander verbunden? Das sieht so... Es sieht so aus, als würde ich das gerne nochmal neu bauen möchten hier. Einfach nur, um sicher zu sein, dass das sauber angeschlossen ist. Okay, das macht hier einfach so einen kleinen Knick, das ist halt so. So, jetzt lassen wir da ein bisschen Platz vorne. Okay, Pause. Signal. Hier machen wir eins in beide Richtungen und hier auch, weil kann sein, dass hier belegt ist, dann müsste hier der Zug von seinem rechten Gleis aufs linke Gleis wechseln können. Hier jedoch wird nur in die Richtung gefahren und hier nur in die. Das ist alles richtig so jetzt. So, man könnte hier im Fahrtsignal würde hier auch noch das Durchqueren dieses Blocks möglich sein, wenn ein Zug hier rüberfährt, wenn der Zug zum Beispiel hier gerade fährt, ja, nee, ist schwer zu sagen gerade. Das ist ein schlechtes Beispiel, vergesst das. Hier trifft das nicht zu. So, wir machen weiter. Wir machen weiter Blöckchen. Wir werden das hier wahrscheinlich in mehrere Blöcke unterteilen müssen, damit die Züge ordentlich hintereinander herfahren können. Wieso ist hier keine farbliche Hervorhebung mehr?
Was ist denn da passiert? Was ist denn jetzt hier? Okay, machen wir mal kurz einen Block hier hin. Vielleicht können die nicht so lang sein. Nee, das kann ja nicht sein. Ja, kann schon sein, dass die nicht länger sein können. Warum ist das... Hä? Ach okay, es ist ein ganz leichter Unterschied der Farbe. Farben wechseln, also die bleiben nicht so. Ja, orange, okay. Ja, auf diese Weise kontrollieren wir auch gleich nochmal, ob das Gleisnetz so vernünftig gebaut wurde. Da kann man ja auch nie ganz sicher sein. So. Hier nur in die Richtung, hier nur in die Richtung. Hier in beide Richtungen, aber warten und hier nur in die Richtung. Nur in die Richtung. Hier darf gewechselt werden, um da reinzufahren. Dann wird da gewartet. Wenn der Zug hier durch ist, würde da die freigegeben werden. Man könnte es noch ein bisschen enger bauen, aber ich lasse es mal so. Hier das gleiche. Hier darf nur rechts gefahren werden. Also hier darf in beide Richtungen gefahren werden, weil hier ist wieder eingleisig. Hier das Gleiche. Nach dem Tanken darf auch wieder hier reingefahren werden. Jetzt, oh, jetzt wird's kompliziert, Leute. Hier muss natürlich gewartet werden. Hier darf nur in diese Richtung gefahren werden. Ich würde das hier tatsächlich noch ein bisschen enger fassen wollen. Ja, das ist ein Block, mit dem ich leben kann. Hier brauchen wir wieder... Ah nein, jetzt passt da auch wieder keins zwischen. Doch, da passt eins hin. Gut. So, da darf in beide Richtungen gefahren werden. Hier darf jedoch nur dahin gefahren werden. Und hier, Moment, kurz überlegen, wenn der hier rausfährt, dann muss es so sein, genau. Es sieht richtig aus jetzt für mich. Es sieht richtig aus. Toi, toi, toi. Ja, Fakt ist, wir kommen jetzt nicht vom Depot hier unten runter, ohne über den Bahnhof zu fahren. Also, das ist aber nicht schlimm. So. Ja, das mit den Blöcken. Vielleicht, man kann mit den Kettensignalen noch arbeiten. Dann darf hier, wenn ich hier ein Kettensignal hinmache, muss ich das Formsignal aber löschen. Nee, nee, nee.
Das ist schon okay so erstmal. Es gibt idealere Schaltungen. Ich sag's ganz offen heraus, aber fürs Erste reicht es so. Wir werden jetzt einen Kombizug machen, der beides transportieren kann. Und zwar jeweils nur wenig. Also kleine Mengen werden wir erstmal fahren. Denn so viel wird er ja noch nicht produziert. Also erstmal wieder eine Diesellok. Wir nehmen wieder die SU-46 und dann brauchen wir einen Güterwagen. So, und wir haben hier den, ja, diesen müssen wir nehmen. Da passt ganz schön viel rein. Wir brauchen schon zwei Stück. Geht nicht anders. Sonst können wir nämlich nicht unterschiedliche Sachen auch transportieren. Ich werde das jetzt mal so einrichten. Also erster Stopp ist hier unten. Wo ist er? Da. So, Wasser beladen soll und nicht. Das machen wir gleich. Jetzt setzen wir erstmal hier oben die zweite Station noch ein. Die Zollstation. Okay. So. Erstmal Advanced Setup. In dem ersten Zug darf nämlich, Moment. In dem ersten, nee, Pflanzen ja sowieso mal nicht. In dem ersten Zug soll nur Essen gelagert werden. So. Und im zweiten soll nur Alkohol geladen werden. So, alles klar. Das hier ist für den jeweiligen Waggon. Das hier ist für das gesamte Fahrzeug, für den gesamten Zug. Es wird also Essen und Alkohol transportiert, jeweils 33 Tonnen maximal. Wir sagen aber grundsätzlich schon mal am Warenhaus, dass wir nur 50% laden. So. Vielleicht machen wir sogar erstmal nur so. Das ist, kann ich das nicht besser einstellen hier? Das ist ein bisschen... So. 20%. Und zwar Nahrung und Alkohol. Nochmal sicher gehen, dass da nichts passiert wird. So, und da unten... Ach, das ist das Zollhaus, verdammt. So, am Zollhaus wird natürlich entladen. Und zwar 100% und wir warten, bis es auch entladen ist. Am Warenhaus... So, Zollhaus. Am Warenhaus wird beladen. 20% Nahrung und Alkohol. Und wir warten, bis das fertig ist, falls es länger dauert, warum auch immer. Weil zum Beispiel kein Alkohol da ist. Das wär's. Fertig. Die Einstellung ist gemacht. Wir können die Lok starten. Erster Stopp ist nicht erreichbar. Ja. Wartet. Ich habe es befürchtet. Aber der muss ja eigentlich eh tanken fahren jetzt erst. Das war mein Gedanke, deswegen... Kann er eigentlich hier rausfahren und dann dahin? Wir werden die Tankstation verlegen. Das ist einfacher. Also... Das bleibt alles so. So, der muss jetzt eigentlich auf die rechte Seite wechseln und tut er auch. Ich bin sehr positiv überrascht, dass hier nur die... Ach, jetzt, okay. Dass die Gleise bleiben, wollte ich sagen, aber tun sie gar nicht.
Also manchmal verstehe ich dieses System nicht. Dann will das nicht abreißen. Und eigentlich alles klar ist. So, eben schnell die Tanke einbauen, bevor irgendwas passiert hier. Nein! Nein, das Spiel hat sich abgestürzt. Oh nein! Das darf doch nicht wahr sein. Das Spiel ist abgestürzt. Oh, ich schaue, was ich retten kann. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, Leute. Das Spiel hat keine Autosaves angelegt. Hier ist mein letzter Save von Folge 22. Wir sind jetzt in 23. Es sind keine Autosaves da. Warum auch immer. 60 Minuten, wer hat das denn eingestellt? Oh nein. So. Leute, es ist alles wieder weg. Ich beende die Folge an dieser Stelle. Ich werde das alles wieder aufbauen. Bisschen anders natürlich. Haben wir gesehen, dass das hier nicht so sinnvoll war. Und dann machen wir in der nächsten Folge weiter und ich präsentiere euch, wie ich es gebaut habe. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.